Heiß, hitzig. Wir sind beim Derby. Hitzige Wortgefechte, damals am 15.09. im Homburger Waldstadion zwischen den Spielern beider Mannschaften und auch die Fans auf den Tribünen. Die hatten sich damals einiges zu sagen, nämlich wir können uns eigentlich gegenseitig nicht leiden. Aber das kennt man bei den Spielen zwischen Homburg und Saarbrücken. Damals trennte man sich 1:1 unentschieden. Nazef Haidarovic, er brachte die Saarbrücker in Führung, Jubel bei Blau-Schwarz. Und dann jubelte nur noch Michael Petri, denn der konnte im zweiten Anlauf einen Elfmeter damals verwandeln. 1:1, also eine Punkteteilung beim Erstauflage des Derbys Homburg gegen Saarbrücken. Heute die zweite Auflage im Saarbrücker Ludwigspark. Eigentlich die gleichen Voraussetzungen, nur auf Saarbrücker Seite, da hat sich der Trainer geändert. Alfred Kaminski, jetzt hat er das sportliche Sagen bei Blau-Schwarz. Herr Waken immer noch bei den Homburger Trainern. Und es ist ja so, Homburg kann immer noch vorne mitspielen. Also für beide Mannschaften dieses Derby eine ganz wichtige Angelegenheit heute. Wie es ausgegangen ist, sagt Ihnen jetzt Karl-Heinz Roland. Besondere Spiele ziehen halt besondere Gäste. Im Park Hartmut Ostermann, der Ex-Präsident des 1. FC Saarbrücken und der Ex-Präsident des FC Homburg. H.O. war auch gekommen, um Helmut Schwan, dem FC-Urgestein, zum 70. Geburtstag zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Im Park 6.000 Zuschauer und die hatten auch heute kaum Freundlichkeiten füreinander. Die Blau-Schwarzen und die Grün-Weißen. So ist das eben in einem Derby, Hochspannung auch auf den Rängen. Und natürlich bei den beiden Teams. Ein Derby so recht nach dem Geschmack. Der 1. FC Saarbrücken wollte gewinnen, Homburg musste gewinnen. Also Hochspannung auch von der Tabellensituation. Und so war es auch bei den Fans. Und natürlich bei den beiden Trainern. Alfred Kaminski sagte mir vor dem Spiel, ich freue mich auf das Derby. Sieht so einer aus, der sich freut? Gerd Waken, früher Trainer auch beim 1. FCS, auch mal kurz Cheftrainer. Dann Anstoß in diesem Derby. Und Michael Kirch, Julien Humbert in der Anfangsformation. Klasse Pass auf Manuel Rasp, der auf der linken Seite. Und dann Julien Humbert, 17 Sekunden gespielt. Erste Chance für den 1. FC Saarbrücken. Humbert kam überraschend auf der linken Angriffsseite des 1. FC Saarbrücken. Ein Auftakt nach Maß für Blau-Schwarz im Park. Saarbrücken spielte nach vorne. Wieder Humbert. Dann Kirsch. Nach 10 Minuten, Petri, der frühere Saarbrücker, in der Mitte. Tobias Mannfeld, um Gottes Willen, was macht der mit dieser Riesenchance? Tobias als Chancentod nach 10 Minuten. Riesenmöglichkeit für Grün-Weiß. Das hätte das 1:0 bedeuten müssen. Klasse gemacht von Petri und der Schuss über den Wolken. Irgendwo kommt der Ball dann runter. Riesenmöglichkeit also für den FCH und die beiden Trainer mit der Reaktion. Dann Ecke für Homburg, Holste. Auch er hat einmal das Trikot des 1. FC Saarbrücken getragen. Der 1. FCS mit Konter im eigenen Stadion über Brückhoff. Michael Berndt, der Homburger dazwischen. Dann Pascal Stelletta, der feine Fußballer. Auf Mike Brückhoff, klasse gemacht. Julien Humbert, wieder mit der linken Seite. Wieder nichts. Nächste Chance für den 1. FC Saarbrücken. Thorsten Hohl, der Schlussmann, Sieger wieder gegen Julien Humbert, gegen den Franzosen, der zuletzt eine Denkpause hatte, weil er ein bisschen zu passiv spielte. Eigentlich ist er ja ein Spielmacher, heute kam er über die linke Seite. Ja, so sieht Alfred Kaminski aus nach dieser vertanen Chance. Dann Mike Brückhoff. Und dann Rasp und Thorsten Hodel, die krachen da zusammen. Und es könnte natürlich auch ein Foul gewesen sein. Auf der anderen Seite hat das Schiedsrichtergespann um Markus Wingenbach zuvor abseits gegeben. Und wenn es dann ein Foul war, dann ist es eh Nebensache. Also kein Elfmeter, es blieb beim 0:0. Dann wieder der FC Homburg mit der nächsten Möglichkeit. Michael Petri,
Und er geht mit dem Knie gegen Pascal Vormann ran, den Saarbrücker Schlussmann. Entschuldigt sich sofort, aber das ist natürlich eine klare Sache. Gelbe Karte für Petri, der ja ebenfalls früher in Saarbrücken gespielt hat. Dann wieder Saarbrücken. Florian Hornig und Pascal Thielen da im Zweikampf im Strafraum. Das schauen wir uns noch einmal an. Natürlich, die Reaktion auf den Rängen bei Blau-Schwarz war klar. Sie riefen Elfmeter. Den Ball gespielt hat Pascal Thielen auf jeden Fall nicht. Und es hat schon Szenen gegeben, in denen hier der Schiedsrichter auf Elfmeter entschieden hat. Dann noch einmal Saarbrücken in der Schlussphase. Wieder Stelletta auf Julien Humbert. Pfosten! Nächste Riesenmöglichkeit für den ersten FCS, also der Gastgeber hier, die spielbestimmende Mannschaft und die Mannschaft mit den klaren Chancen. Vor allem nach dieser Möglichkeit von Humbert alles richtig gemacht, nur irgendwo steht da noch ein Pfosten und den hat er halt getroffen. Und deshalb war der Pausenstand nur 0:0, dennoch die Fans des ersten FC Saarbrücken einigermaßen zufrieden. Zweiter Durchgang, wieder die jungen Wilden, wieder Pascal. Stelletta, Florian Hornig, linke Seite, in der Mitte, wartet Stelletta, aber der Kapitän ist da, Ruhenweber beim FC Homburg und er klärt und den Rest macht dann Thorsten Hodel. Die Reaktion von Alfred Kaminski. Sieht so ein zufriedener Alfred aus? Wieder Homburg, wieder über Mike Brückhoff, stark wie Stelletta in der Mitte. Zunächst verpasst dann alles. Dann klasse Doppelpass, Hornig, Julien Bär, Thorsten Hodel. Klasse Aktion von beiden. Vom Stürmer des ersten FC Saarbrücken oder Mittelfeldspieler und vom Schlussmann der Homburger Thorsten Hodel. Noch einmal, Hodel mit der Hand klatschte das Ding drüber. Also, das war die nächste Chance für den ersten FCS. Saarbrücken in der Vorwärtsbewegung, dann Homburg. Und was passiert da plötzlich? Michael Petri, vorbei. Nächste Möglichkeit, nächste Großchance für Homburg. Und da sahen einige Abwehrspieler nicht gut aus. Auch Philipp Wollscheid, der über den Ball getreten hat. Und dann Petri, Pascal Vormann kommt nicht mehr ran. Ball ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Immer noch 0:0 in diesem Derby. Waken gegen Kaminski. Der Homburger Trainer verschnupft. Nee, seine Mannschaft kam. Langer Ball von Jeremy Groß. Zunächst abgewehrt, dann Philipp Wollscheid, wie gesagt, eingewechselt. Was macht der? Auf Christoph Holste. Holste. Und dann Sitko dazwischen. Petri. Holste. Drin ist das Ding. 1:0 für den FC Homburg. Unfassbar. Nicht unverdient, muss man sagen, 77. Spielminute, Christoph Holste, der frühere Saarbrücker im Mittelpunkt der Jubelfeier des FC Homburg. Noch einmal diese Aktion, Sitko und dann Petri und der mit all seiner Routine und Erfahrung auf Holste. Keine Abwehrchance für Pascal Vormann, aber die Innenverteidiger waren überhaupt nicht da, hatten sich Urlaub geholt. Noch einmal aus anderer Perspektive, Petri. Und Holste, eine Kombination von Spielern, die früher beim ersten FC Saarbrücken das Trikot blau-schwarz getragen haben. Grün-weiß jubelte im Saarbrücker Ludwigspark. Dann Einwurf Philipp Wollscheid. Und plötzlich ist der Ball im Tor. Und wer war denn das? Wer hat denn dieses Tor gemacht? Irgendwo in dieser Traube steckt er. Samir Hatschi, das gibt's ja nicht. Gerade eingewechselt, der Sohn vom großen Mustafa Hatschi mit dem Ausgleichstor für den ersten FC Saarbrücken. 1:1, das schauen wir uns noch einmal an. Diesmal Philipp Wollscheid mit einer guten Aktion, dem Einwurf. Dann Claude Mpasi, der verlängert. Und dann Samir Hatschi. Und da versucht Thorsten Hodel alles, aber die Fingerspitzen sind nicht lang genug. Es steht 1:1 im Park. Noch einmal aus der Torperspektive dieser Treffer. Claude Mpasi mit der Verlängerung. Und Samir Hatschi, der Sohn des großen Mustafa, mit dem 1:1. Es war ein Derby ohne Sieger, aber kein schlechtes Derby. Saarbrücken war besser am Anfang, obwohl wir die Riesenchance hatten zum 1:0. Aber ich war also begeistert von dem Tempo des Spiels und auch von der Qualität des Spiels. Das war hervorragend heute.
Alfred Kaminski, mal wieder ein 1:1 zu Hause. Haben Sie irgendwo den Heimfluch? Ja, ich glaube, dass die Mannschaft sehr gut nach vorne gespielt hat. Wir haben versucht, diesen Sieg oder einen Sieg einzufahren. Und letztendlich ist es an Kleinigkeiten, ehrlich gesagt, gescheitert. Also, wie gesagt, ein richtig gutes Derby ohne Sieger. Und Saarbrücken stand nicht blank da mit einem Punkt, aber letztendlich auswärts wieder kein Sieg. Steffen Diemuth. Tja, und 1:1. Die Fans scheinen danach doch noch einen Sieger ausmachen zu wollen. Nach Auskunft des Lagezentrums der Polizei gab es nach dem Spiel Ausschreitungen. Wir werden Sie natürlich weiterhin darüber informieren. Von hier jetzt alle Ergebnisse dieses 25. Spieltages der Oberliga. Gestern bereits Wirges gegen Kaiserslautern 0:3. Hasborn Mainz, das haben Sie gesehen. Und Wormatia Worms gegen Main, die können plötzlich wieder gewinnen. 2:0 für Worms. Heute dann Neunkirchen Trier 3:0, Saarbrücken Homburg 1:1, Kreuznach Pirmasens 0:3, Ida Oberstein Engers 2:0, Köllerbach spielt morgen, Rosbach Hauenstein ebenfalls morgen. Und dann ein Blick auf die Tabelle. Grün unterlegt, das ist die Farbe der Hoffnung, das bedeutet Regionalliga im Moment für Mainz. Für Eintracht Trier, für Wormatia Worms und Saarbrücken mit 46. Aber direkt dahinter in Schlagdistanz Borussia Neunkirchen mit 45 Punkten. Der FC Homburg 40 Punkte, auch noch nicht weit weg. Wir schauen in die zweite Tabellenhälfte, die angeführt wird von Hauenstein. Und hinten rot unterlegt, die eigentlichen Absteiger, dann Engers und rot-weiß Hasborn. Aber Sie wissen, Hasborn kann in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen richtig Punkte machen, wenn es gegen die starken Gegner geht. Köllerbach nicht zu unterschlagen auf Rang 15. Die können morgen sich noch mal ein gutes Stück nach vorne bewegen.